Geschätzte Kollegen und Kolleginnen, liebe Salzburger und Salzburgerinnen, der Adventkranz im Sitzungssaal wirkt schon sehr vorweihnachtlich, aber falls hier im Saal jemand den Hauch von Weihrauch riechen kann, liegt es wohl eher an der Selbstbeweihräucherung der schwarz-blauen Landesregierung. Wir sind nicht für den Weihnachtsfrieden da, sondern im Landtag, um heute über den schwarz-blauen Vorschlag für das Landesbudget 2024 zu diskutieren. Da geht es um 4,3 Milliarden Euro an öffentlichen Geldern, erwirtschaftet von den Salzburgern und Salzburgerinnen und verteilt von diesen Regierungsparteien. Viele Menschen haben die Erwartung, dass mit ihren öffentlichen Geldern sorgsam und im Interesse des Gemeinwohls umgegangen wird. Eine Erwartung, der dieses schwarz-blaue Budget leider nicht gerecht wird. Denn die Regierungsparteien ÖVP und FPÖ schaufeln zwar Gelder frei, um die Politikergehälter zu erhöhen, die Parteienförderung aufzustocken, die PR-Gelder für Eigenwerbung massiv auszuweiten und sich neue Dienstautos zu organisieren. Da herrscht eine wahre Gratis-Mentalität der Regierungsparteien vor. Wofür aber offenbar kein Geld da ist, ist zum Beispiel, um Kinder aus der Armut zu holen. Im Bundesland Salzburg sind mehr als je zuvor 23.000 Kinder und Jugendliche armutsgefährdet. Und das, Herr Landeshauptmann, sind keine Einzelfälle, das ist jedes fünfte Kind. Was heißt Kinderarmut? Das heißt, dass zum Beispiel ein Volksschüler mit seinen Eltern und Geschwistern beengt in einer kleinen, oft schimmeligen Wohnung leben muss. Ohne Kinderzimmer, ohne ruhigen Ort zum Lernen, zum Hausübung machen. Das heißt, dass Kinder unter mangelhafter Ernährung leiden, weil sie am Ende des Monats nur mehr Toastbrot oder Nudelsuppe kriegen. Das heißt, dass Kinder und Jugendliche keine Freizeit- und Sportmöglichkeiten haben, die nie ins Hallenbad oder ins Kino gehen. Und da könnte das Land mehr tun. Kärnten führt eine Kindergrundsicherung ein. Da gibt es ein Modell von der Volkshilfe, das auf dem Tisch liegt, das aber von ÖVP und FPÖ leider zur Seite gewischt wurde. Jeder Tag, der vergeht, ist ein Tag, wo Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen vernichtet werden. Und es ist nicht nur ein Gebot des Humanismus und des sozialen Gewissens, dass man Kinder und Jugendliche endlich aus der Armut holt, es ist auch eine Frage der wirtschaftlichen Vernunft. Kinderarmut, das zeigt die jüngste Studie der OECD, nicht gerade im Verdacht, besonders links zu stehen, Kinderarmut kostet unsere Republik 17 Milliarden Euro. Da geht es darum, und wenn man davon spricht, man möchte in die Wirtschaft von morgen investieren, in die Arbeitskräfte, in Bildung, da muss man sagen, wer an Salzburg von morgen denkt, muss heute Kinderarmut überwinden. Und es ist bezeichnend, dass das Argument der Umwegrentabilität, dass jeder öffentlich investierte Euro sich ein x-faches Mal rechnet, dass das immer zum Beispiel bei den Festspielen kommt, aber nie bei Kinderarmut. Man kann natürlich Kredite aufnehmen und investieren. Die Frage ist, worin? Und da denke ich, ist es wichtig, dass man nicht nur in Prestigeprojekte und Vermächtnisse aus Stein und Beton investiert, sondern auch in die Zukunft junger Menschen. Und wenn davon die Rede ist, man möchte, dass Leute in Freiheit und selbstbestimmt aufwachsen und leben können, dann muss man damit anfangen, dass nicht die Kleinen einen Rucksack an Sorgen und Existenzängsten von den Eltern mitbekommen. Ich bin ja eher unglücklich damit, wie der Wohnbau budgetiert ist. Wir haben immer noch einen sehr niedrigen Anteil am Bruttoinlandsprodukt, der für den Wohnbau ausgegeben wird. Vielleicht überrascht uns die Landesregierung und man schafft es, die Wohnbauziele, die man Jahr für Jahr in der Vergangenheit verfehlt hat, gesenkt hat, wieder verfehlt hat, doch zu erreichen. Ich bin skeptisch. Vielleicht kommt da eine große Überraschung. Es wäre, denke ich, allein schon als Wiedergutmachung für die in der Vergangenheit zweckentfremdeten Mittel der Wohnbauförderung gut, da mehr einzuplanen. Zwei Überraschungen von meiner Seite. Ich bin zwar nicht das Christkind, aber das darf ich trotzdem schon mal 4 Wochen vor Weihnachten bringen. Ich bin, und das wird einige überraschen, als Linker nicht der Ansicht, dass man alles mit Geld lösen kann. Es braucht auch kluge Regeln und die Regeln müssen auch eingehalten und durchgesetzt werden. Da gäbe es auch im Budget die Notwendigkeit, mehr Vorsorge zu treffen, wenn es zum Beispiel darum geht, im ganzen Bundesland auch Gemeinden zu unterstützen, die Leerstands- und Zweitwohnsitzabgabe umzusetzen, damit Wohnungen auch wirklich zum Wohnen da sind. Eine zweite Überraschung, es ist nicht alles schlecht in dem Budget. Es gibt einige Dinge, zum Beispiel mehr Geld für die Schulsozialarbeit und Schulärzte und Ärztinnen, was ich sehr begrüßenswert finde. Und es geht auch mein Respekt an die Verwaltung, weil ich habe großen Respekt davor, was für eine Riesenaufgabe es ist, so ein Budget überhaupt auf Schiene zu bringen. Wo auf jeden Fall Luft nach oben wäre, ist dann die politische Priorisierung, die Schwerpunktsetzung.
Und da geht es auch darum, wo könnte man, genauso wie bei der Bekämpfung von Kinderarmut, klug investieren, was auf lange Sicht sogar Geld spart. Und da ist ein zweiter Bereich, einer, der mir am Herzen liegt, die Wohnungslosenhilfe. Wir haben in Salzburg eine Wohnungsnot, nicht nur, wie es angesprochen wurde, in dem Sinn, dass eine wachsende Mehrheit massiv von den steigenden Wohnkosten belastet wird, sondern es gibt auch die Menschen, und da reden wir von einigen tausend Salzburgern und Salzburgerinnen, die entweder überhaupt keine Wohnung haben, die obdachlos sind, bei Freunden auf der Couch schlafen müssen oder die unter extrem prekären Bedingungen wohnen. Das ist in Salzburg Realität. Und eine Studie des Deutschen Städtebunds hat vor einigen Jahren gezeigt, dass Obdachlosigkeit und akute Wohnungsnot der öffentlichen Hand 7-mal mehr kostet, als es kosten würde, wenn man die Menschen wohnversorgt. Warum? Weil die Menschen eher krank werden, weil Kosten im Polizei- und Justizwesen entstehen, weil es einen ganzen Apparat rund um die soziale Arbeit und die Wohnungslosenhilfe braucht. Also jeder Euro, den man in die Wohnungslosenhilfe rechtzeitig in der Prävention investiert, spart 7 Euro später im Prozess. Und da könnte man auf jeden Fall mehr machen, das wäre ein Gebot der wirtschaftlichen Vernunft. In Salzburg stimmt die Balance aber schon lange nicht mehr. Wir haben einen großen Reichtum auf der einen Seite, aber zunehmende, oft versteckte Armut auf der anderen, die weit in die Mittelschicht reicht. Wir sehen Rekordgewinne von Baufirmen, Grundbesitzern, Immobilienspekulanten auf der einen Seite, aber explodierende Mieten, Betriebs- und Energiekosten auf der anderen Seite. Wir sehen, wie das Geld bei Prestigeprojekten sehr locker sitzt, während man bei armutsgefährdeten Salzburgern, auch Kindern und Jugendlichen, knausert. Und dieses schwarz-blaue Budget schafft es leider nicht, das Ungleichgewicht zu korrigieren und wieder zu einer guten Balance zurückzukehren.